Meine Lieben, heute geht's um Leaky Gut und warum das ein wichtiges Thema ist und wieso die Heilung von Leaky Gut ein großer Schritt Richtung Schubfreiheit sein kann. Viel Spaß! Beim Leaky Gut geht es um ganz, ganz unspezifische Symptome wie ja, allgemein Magen-Darm-Beschwerden, Blähung, Durchfall, Bauchschmerzen, aber auch etwas, was nicht unbedingt mit dem Darm in Verbindung gebracht wird, nämlich Müdigkeit, Schlappheit, mangelnde Leistungsfähigkeit, ist da eher untypisch. Du neigst ständig zu Entzündungen, also auch, sei es jetzt Entzündungen der Haut, Hautprobleme, Allergien, aber halt auch eine hohe Entzündungslast im Körper, die sich zu einem Schub zum Beispiel entwickeln kann. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Hautprobleme habe ich schon gesagt. Sehr unspezifisch kann alles mit Leaky Gut zu tun haben und auch mit Multiple Sklerose und Autoimmunerkrankungen und vielem mehr. Dazu komme ich gleich. Erstmal sage ich herzlich willkommen auf meinem Kanal mit Ilke. Auf diesem Kanal geht es um Multiple Sklerose und alles, was du selbst tun kannst, um Schübe zu reduzieren, Schritte Richtung Schubfreiheit zu gehen und ja, alles, was du selbst tun kannst, mit oder ohne schulmedizinische Unterstützung, um deine Krankheit zu kontrollieren und im Griff zu haben. Und das geht. Zu mir, ich bin Apothekerin jetzt seit 11 Jahren. Ich lebe seit 18 Jahren mit Multiple Sklerose und mir ist es ein großes Anliegen zu zeigen, dass wir wirklich nicht Opfer dieser Krankheit sind, sondern dass wir ganz, ganz viel selbst tun können. Das lebe ich jetzt seit 18 Jahren und ich möchte mein Wissen unbedingt an dich weitergeben, damit du für deine Gesundheit das Beste rausholen kannst. Jeden Freitag gibt es ein neues Video und das wirst du nicht verpassen, wenn du neben dem Abo-Button auch noch die kleine Glocke aktivierst. Stößt du zufällig auf diesen Kanal, dann kannst du dich unten in meinen Schubfrei-Newsletter eintragen. Da erfährst du dann wöchentlich über die aktuellen Themen, wenn du keinen Bock auf ein YouTube-Abo hast. Ja, aber jetzt geht es um Leaky Gut. Was ist Leaky Gut? Leaky Gut bedeutet löchriger Darm. Unser Darm wird löchrig, durchlässiger Darm. Das hat damit zu tun, dass ja, die Darmschleimhaut und das Mikrobiom, also diese Schleimschicht über der Darmschleimhaut, ins Ungleichgewicht geraten. Der Darm hat die Funktion, ja, unser Nahrungsbrei, die wichtigen Nährstoffe, die wir brauchen, aufzunehmen und alles, was wir nicht brauchen, was der Müll ist und Abfall ist, was wir nicht brauchen, auszuscheiden. Und das, wenn die Darmschleimhaut und das Mikrobiom wunderbar funktioniert, dann funktioniert auch dein Darm. Aber durch das, was wir wirklich täglich essen, und da sind Stoffe in Verdacht, die wirklich in unserer täglichen Ernährung ja, Bestandteil sind. Diese Stoffe reizen den Darm, schädigen das Mikrobiom und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht und es können kleine Entzündungen in der Darmschleimhaut entstehen, was dann dazu führt, dass die Zellen, die ja ganz dicht zusammen sind, die Zellzwischenräume aufgehen. Und da ist dann das Problem, der Darm wird löchrig. Und wenn das jetzt hier die löchrige Darmschleimhaut ist und von hier der Nahrungsbrei kommt, dann kann das durch in unseren Blutkreislauf. Sachen, die wir da nicht haben wollen, sei es jetzt irgendwelche Pilze, Viren, Bakterien, aber halt auch irgendwelche Stoffe, die in unserer Nahrung enthalten sind, die unser Körper nicht braucht, die unnatürlich sind. Und
Das führt zu Immunreaktionen und dafür, dass das Immunsystem ordentlich gefordert ist. Und es ist kein Wunder, dass unser Immunsystem ist ein Schutzschild. Und für alles, was da nicht hingehört, versucht es, das aus dem Weg zu räumen. Und es werden zum Beispiel Antikörper gebildet und es entsteht ein Riesenkampf und ein Feuer. Und es ist kein Wunder, dass dann dadurch Unverträglichkeiten, Allergien oder auch chronische Entzündungen, wie zum Beispiel bei der Multiple Sklerose, entstehen oder dass halt auch die Entzündungsreaktion fehlgeleitet wird gegen eigenes Gewebe, was ja bei der MS so ist. Und dadurch, dass die Symptome des Leaky Gut-Syndroms so unspezifisch ist und diese Diagnose noch gar nicht so alt ist und es auch noch ganz viele Menschen nicht ernst nehmen und auch viele Ärzte noch nicht ernst nehmen, ist das halt wirklich, da wird man dann oft irgendwie, ja, Reizdarmsyndrom. Das ist ja so immer das, was, wenn man nicht weiß, was es ist, da kann man nichts machen. Für Leaky Gut gibt es keine Pille. Und deswegen, man kann Leaky Gut definitiv sehr gut in den Griff kriegen, aber es ist halt wirklich eine große Mitarbeit des Patienten gefordert. Da ist es nicht so einfach, Tabletten zu schlucken oder Pulverchen oder was auch immer. Es liegt wirklich an jedem Einzelnen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Deswegen ist es für den Patienten eher anstrengend. Für den Arzt ist es anstrengend, weil ganz aufwendige Diagnostik. Es kann auch nicht jeder Arzt. Also wenn du da Diagnose haben willst oder geforscht werden soll, dann frag bitte, ob die das können oder machen. Das kann beim Gastroenterologen, beim Hausarzt, beim Heilpraktiker und diversen anderen Ärzten auch nachgefragt werden. Aber ich würde das vorher abklopfen, weil sonst bleibst du dann einfach beim, weiß nicht, Reizdarmsyndrom. Genau, welche Krankheiten außer Autoimmunkrankheiten werden noch mit Leaky Gut in Verbindung gebracht? Da wären, habe ich schon gesagt, Allergien, aber auch Asthma. Die ganze Palette von Autoimmunerkrankungen, auch sowas wie Rheuma- und Schilddrüsenerkrankungen, Gelenk- und Muskelschmerzen oder generell eine Schmerzproblematik und Migräne, Depression oder auch bei Kindern das ADHS-Syndrom. So, aber welche Stoffe in unserer Ernährung oder was für Gegebenheiten führen denn zu einem Leaky Gut Syndrom? Und als allererstes möchte ich hier das Gluten nennen. Da habe ich mit der lieben Sophia, verlinke ich dir hier, ein tolles Video gemacht, wo es über Gluten und Multiple Sklerose geht. Des Weiteren Lektine, die gerne in Hülsenfrüchten sind oder auch in Nachtschattengewächsen oder auch anderen Nahrungsmitteln, dann halt die ganzen Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, alles, was unser Essen haltbar machen soll, schön aussehen lassen soll oder die Konsistenz gewährleisten soll. Das sind alles Sachen, die ja nicht in unserer natürlichen Ernährung vorkommen und auch zu Leaky Gut-Syndrom führen können. Noch zu nennen sind Alkohol und Zucker. Und man könnte es jetzt auch ganz streng sehen, wenn es jemand total viel Kaffee trinkt oder so, dann kann sich das natürlich auch negativ auf die Darmgesundheit niederschlagen. Außerdem Medikamente, Antibiotika, Schmerzmittel, Cortison, denke ich, alles ganz gängige Sachen. Gerade wenn du Multiple Sklerose hast, wirst du sehr wahrscheinlich schon deine Erfahrungen mit Cortison gehabt haben. Die häufigste Nebenwirkung sind Magen-Darm-Beschwerden und
Ja, letztendlich kann das zu einem Leaky Gut-Syndrom führen. Antibiotika, ja. Antibiotika sind dazu da, Bakterien zu töten. Und in unserem Darm haben wir auch ganz viele Bakterien, unser Mikrobiom. Und das wird dadurch auch zerstört. Und da ist der Anfang des Übels. Schmerzmittel. Ja, ich habe zum Beispiel Interferone genommen und konnte aufgrund der grippeähnlichen Nebenwirkungen nicht auf Ibuprofen oder Paracetamol ist jetzt da nicht so verdächtig, aber Ibuprofen, Diclofenac, ASS, das sind die Verdächtigen, die sich wirklich negativ auf die Magen-Darm-Gesundheit niederschlagen können und der Anfang eines Leaky Gut-Syndroms sein können. Und zu guter Letzt, und das haben wir alle, Stress. Stress kann so vielseitig sein und Stress ist ein Thema, auch sehr unspezifisch. Aber gerade wenn du die Diagnose Multiple Sklerose hast, kommst du am Thema Stress nicht vorbei. Wir können die Augen davor verschließen und sagen, ich habe ein normales Stresslevel, aber selbst eine. Es kann alles Stress sein. Es können schlechte Gedanken sein. Es kann zu viel Sport sein. Es kann zu wenig Sport sein. Es kann ein schlechter Schlaf sein. Schlechte Gedanken, dein Arbeitgeber, toxische Beziehungen und ganz, ganz viel, was ich noch vergessen habe. Stress ist ein Thema, mit dem man sich einmal in Bezug auf Leaky Gut beschäftigen darf, aber generell, wenn du Multiple Sklerose hast, tauch da tief in dieses Thema ein. Es wird dir unheimlich helfen, die Krankheit im Griff zu halten. Ja, nun könnte es vielleicht ein Leaky Gut-Syndrom sein, was deinen Körper und dein Immunsystem unter ständigem Beschuss hält. Du kannst es beim Arzt testen lassen. Ich persönlich gehe davon aus, dass ich Leaky Gut-Syndrom habe oder hatte. Für mich war es ein ganz, ganz großer Aha-Moment, als ich meine Ernährung umgestellt habe, dass meine, wo ich dachte, das wäre normal, Darmprobleme von jetzt auf gleich innerhalb einer Woche verschwunden sind. Bei mir war das, dass ich auf Gluten, nicht auf glutenfrei, sondern ketogene Ernährung angefangen habe, von jetzt auf gleich und somit auch das Gluten ausgeschlossen habe und die Effekte auf meinen Darm, auf meine Haut und auf meine Leistungsfähigkeit enorm waren. Hier sind noch ein paar Videos zur ketogenen Ernährung, falls dich das interessiert. Genau, aber gut, ob du jetzt die Diagnose Leaky Gut hast oder nicht, Fakt ist, wir können durch das, was wir unserem Darm geben, nämlich das, was wir essen und trinken, und um jetzt auf den Stress zu beziehen, auch das, was uns umgibt, ganz klar Einfluss nehmen. Und diese Macht haben wir. Das Thema Ernährung ist hier zentral, aber auch, wie kann ich mir eine gesunde Darmschleimhaut aufbauen? Da gibt es diverse Darmkuren oder auch selbstgemachte fermentierte Lebensmittel. Das ist mein Hobby geworden. Da darfst du gerne mal bei Instagram bei mir vorbeigucken. Da zeige ich immer gerne, was ich so kreiere an fermentierten Lebensmitteln. Den Darm zur Ruhe bringen durch zum Beispiel ja, eine Fastenwoche und damit langsames Wiederanfangen des Essens und das Weglassen, also Eliminationsdiät, was ja bei mir mit der ketogenen Ernährung quasi das war. Das kann man natürlich auch anders machen, außer mit Keto. Da wäre ein kurzer Hinweis, das Autoimmunprotokoll zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn du da Hilfestellung benötigst.
Ja, und zu guter Letzt ist es einfach das Thema Ernährung. Auf meinem Kanal hier geht es sehr, sehr viel um Ernährung, einfach weil ich auch Spaß dran habe und einfach diese Effekte an mir persönlich sehe und auch aus den Erfahrungen von anderen immer wieder sehe. Es ist zentrales Thema. Das, was wir oben reintun und unten wieder raus muss, wirkt auf unseren Körper, auf unser Immunsystem und das, was wir essen, das kann der Arzt nicht bestimmen. Das bestimmen wir selbst und die Auswahl unserer Nahrung. Da haben wir ein Werkzeug, wie wir wirklich Einfluss nehmen können. Und ja, Ernährung sind Gewohnheiten, die wir von klein auf gelernt haben. Und wenn es jetzt plötzlich heißt, du darfst, egal, kein Gluten mehr. Kein Fleisch, du darfst nur noch vegan, am besten nur noch Rohkost und tralala. Das überfordert erstmal und sei da wirklich liebevoll mit dir. Das ist ein Prozess. Und wichtig ist erstmal das Verständnis dafür, dass bestimmte Lebensmittel einfach ja nicht so optimal für unsere Gesundheit sind. Und man kann das, wie ich zum Beispiel, von jetzt auf gleich ändern und denken, wow, was passiert hier mit meinem Körper? Aber das ist wirklich nicht der Weg von jedem, weil das überfordert auch schnell. Und da wirklich mal gucken, was esse ich halt wirklich täglich? Sind das verarbeitete Lebensmittel? Überall, wo ein Etikett drauf ist, da ja, sind Zusatzstoffe dabei, um das haltbar zu machen. Das dürfen wir uns wirklich, also wirklich unverarbeitet, ist wirklich das A und O. Und bei jetzt selbst bei unverarbeitet, dann dürfen wir halt wirklich noch mal gucken, Bio oder nicht Bio. Thema Glyphosat, ne? Also das kann auch sich negativ auf unsere Darmgesundheit wieder niederschlagen. Und deswegen zum Beispiel also wirklich Bio-Obst und Gemüse zu kaufen, ist ein unheimlicher Mehrwert für deine Gesundheit. Das ist teurer, ja, aber ist es diese Investition nicht wert, wenn du einfach weniger Schübe dadurch haben kannst? Es ist ein Riesenthema und wenn du mehr davon erfahren willst, ja, schau dich hier auf dem Kanal um. Und wenn du Fragen hast, wenn ich was Wichtiges vergessen habe, melde dich gerne, schreib es in die Kommentare und lass das erstmal auf dich wirken. Wenn das für dich ein neues Thema ist, lest dich ein. Ich verlinke dir, ich gucke mal, ob ich noch den Artikel finde, verlinke ich dir und ja, versuch zu verstehen, was dahinter steckt und die Wichtigkeit dafür, dein Immunsystem wieder in Balance zu kriegen. Und somit deine Multiple Sklerose zu stabilisieren und somit deine Schritte Richtung Schubfreiheit zu gehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib gesund. Bis zum nächsten Video, deine Ilke. Ciao.